Saw 3D The Final Chapter heißt nicht ohne Grund The Final Chapter. Im Jahr 2010 war nach 7 Sequels der Ofen schließlich aus für das Saw-Franchise. Hello, darkness, my old friend. Moment mal. Ein Studio verzichtet freiwillig darauf, mit einem millionenschweren Franchise gutes Geld zu verdienen? Never. Ja, natürlich hat Twisted Pictures dann noch weitere Saw-Filme gemacht, aber die Produzenten wussten, dass der Hype-Train um das Torture-Porn-Genre lange abgefahren war. Aus diesem Grund wollten sie nichts überstürzen und warteten geduldig auf den richtigen Moment und das richtige Skript. Über die Jahre erhielten die Produzenten Oren Coles und Mark Burke hunderte Anfragen, Skriptideen und Pitches über mögliche Fortsetzungen. Überzeugen konnte sie aber erst die Idee von den Drehbuchautoren Josh Stolberg und Peter Goldfinger. Und obwohl ihnen das Skript gefiel, hatten sie trotzdem selbst klare Anforderungen an einen neuen Saw-Film. The very first meeting we had with them before the coffee even came, they said, we do not want this to be just all gore all the time. Und während man stinkender Schweineschlotze und skalpierten Frauen den Rücken zukehrte, wollte man sich auf das zurückbesinnen, was Saw 1 so außergewöhnlich gemacht hat. I think the best parts of Saw are when it's thriller based, when you know there's a lot of twists and turns in the franchise and that's the most exciting part of it. Mit dieser Vision, einen intelligenten Psychothriller anstatt eines blutigen Schlachtfestes zu inszenieren, gingen die Spirit Brothers als neues Regisseur-Duo an den Film heran. Eine andere Baustelle gab es aber auch noch zu lösen. Was macht man denn jetzt mit der Lore und dem ganzen anderen etablierten Kokolores aus den 7 anderen Saw-Filmen? I mean, one of the things we really wanted to do was just turn the page as much as we could to allow more creativity to come into the script without having to catch everybody up all the time on what they might have missed. There is nothing that we have thrown away. All of those characters still exist. Nach 7 Saw-Filmen innerhalb von 7 Jahren erblickte dann nach einer 7-jährigen Pause ein neuer Saw-Film das Licht der Welt. Und ob der hält, was Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten versprechen, das schauen wir uns jetzt mal an. Der Film startet mit einem Close-Up. Wer die anderen Saw-Filme kennt, der weiß natürlich, dass jeder Film mit einer Folterfallenkonstruktion beginnt. Allerdings stellt sich hier heraus, dass es sich dieses Mal um eine Nagelsperre der Polizei handelt. Jigsaw spielt bereits in der ersten Szene gekonnt mit den Erwartungen der Zuschauer. Stark! Es folgt eine Verfolgungsjagd. Auf dem Dach stellt die Polizei den Flüchtigen. Er hat eine Fernbedienung in der Hand und verlangt, mit Detective Halloran zu sprechen. Ich hab ihn, soll ich schießen? Nicht auf ihn, auf die Fernbedienung. Edgar betätigt die Fernbedienung, die Cops ballern seine Hand weg, eine Kugel verirrt sich aber in seine Brust. Er kommt ins Krankenhaus, zeitgleich startet ein weiteres Spiel. 5 Fremde wachen in einem Raum auf und haben Mülleimer auf dem Kopf. Sie fragen sich bestimmt alle, warum sie hier sind. Nee, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Twisted Pictures wollte nach 7 Jahren jetzt halt einfach mal wieder seine Geldkuh melken. Und wenn wir mal ehrlich sind, machen jetzt auch die Mülleimer Sinn, denn zum Melken braucht man schließlich auch einen Behälter. Die Spieler werden an Ketten um ihren Hals zu Sägeblättern hingezogen. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum die nicht gleichmäßig nach vorne gezogen werden, wie man das von einer automatisierten Apparatur erwarten würde, dann lautet die Antwort, weil auf der anderen Seite der Kette Menschen standen. Generell habe ich selten ein so entzauberndes, aber natürlich auch hochinteressantes Making-of zu einem Film gesehen. Ich meine, gebt euch diesen Typen hier. Der musste sich in die Ecke quetschen, nur um im richtigen Moment etwas Blut in der Luft zu zerstäuben. Wir müssen generell mal über die Optik dieses Films sprechen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die älteren Saw-Filme unprofessionell waren, aber im direkten Vergleich zu Jigsaw sehen die schon eher aus wie Direct-to-DVD-Movies, die in der Grabbelkiste beim Saturn verstauben. Halleluja, es ist crazy, wie stark die Qualität der bildästhetischen Gestaltung zwischen Saw 1 bis 7 und Jigsaw diffundiert. Jigsaw fühlt sich ab dem ersten Frame wie ein Kinofilm an. Das beginnt damit, dass die Spirit Brothers nicht mehr im bildfüllenden 16:9 Format gedreht haben, sondern im sogenannten CinemaScope. Also da sehen wir oben und unten die charakteristisch breiteren schwarzen Balken. Ein Film kann natürlich trotz CinemaScope-Breitbildformat immer noch scheußlich aussehen, tut Jigsaw aber nicht. Im Gegenteil, die Bilder sind auf Hochglanz poliert, die Sets sind fein säuberlich eingerichtet, das Licht und die Farben sind on point und die verdammten Kostüme sind von der Designerstange. Gebt euch, wie totschick die hier alle aussehen. He's the best dressed cop in the Saw universe ever. Diese shiny Optik, bei der jeder einzelne Sonnenstrahl die Szene sanft kitzelt und in einen warmen Mantel hüllt, ist nicht jedermanns Sache. Aber rein handwerklich betrachtet gibt es keine zwei Meinungen darüber, dass sich die Macher von Jigsaw deutlich intensiver mit der bildästhetischen Gestaltung ihres Produkts beschäftigt haben, als es in den älteren Filmen der Fall war. Für mich gab es in Saw 1 bis 7 fast keine Bildkompositionen, die stark herausstechen würden. Abgesehen von den stroboskopischen Schnittcollagen und den Transition-Shots in Saw 4, aber sonst war das von einem ästhetischen Standpunkt aus betrachtet ziemlich basic shit.
Gebt euch mal Saw 5 im Vergleich zu Jigsaw. Es ist völlig absurd, auf welchen unterschiedlichen Leveln die sind. They don't want to make a Saw movie. We've changed color, we've changed sound, we've changed characters, we've changed the whole palette of a Saw movie and still kept it as a Saw movie. Die polierten Hochglanz-Mülleimerköpfe müssen sich an den Sägeblättern schneiden, damit ihre Helme sich öffnen. Alle schaffen es, außer der Typ ganz rechts. Den hat Jigsaw wohl härter zugedröhnt als der durchschnittliche Drücker im Frankfurter Bahnhofsviertel. Upsi! Die vier Überlebenden befinden sich jetzt in einer Scheune. Und habe ich schon gesagt, wie gut das alles aussieht? Die Lichtstrahlen, die durch die Schlitze der Bretter scheinen, die hochwertige Holzoptik, das Stroh. Beautiful, beautiful, beautiful! In der Distanz leuchten zwei rote Augen auf. Danach nähert sich Billy die Puppe auf seinem Hochrad. Die rot leuchtenden Augen, die die Dunkelheit durchschneiden, hätten fast dazu geführt, dass ich das erste Mal bei einem Saw-Film eine reale Grusel-Bedrohungssituation verspüre. Als wir Billy dann aber in voller Pracht sehen, zerstört dieser One-Liner die gesamte Atmosphäre. Das ist überhaupt nicht gruselig. Ach ja, und Billy sieht auch einfach nicht mehr so verstörend aus wie in Teil 1. Da hatte der noch sowas Unperfektes und an dieser Stelle hat mich die Hochglanzoptik der Requisite dann doch nicht ganz so abgeholt. Tatsächlich ist diese Billy-Puppe auch eine komplett neu gebaute, die mit der Requisite aus den anderen Saw-Filmen nichts mehr zu tun hatte. The last Saw was supposed to be the last Saw. So a lot of the things ended up being sold. Billy was sold on eBay. Die Überlebenden sollen jetzt ihre Sünden gestehen, die sind aber noch etwas zögerlich. Ich hab die Ehe kaputt gelassen! Mein Geständnis ist, ich hab eine Nutte getötet und ich hab meinen Nachbarn verspeist. Nicht, ich brauch Eheberatung! Damit die vier etwas geständnisfreudiger werden, startet Jigsaw das nächste Spiel. Einer der Anwesenden hat ein Gift im Körper, das sich nur durch das Gegenmittel neutralisieren lässt. Allerdings befindet sich in einer der drei Spritzen Säure. Um die richtige Spritze auszuwählen, muss die Person den richtigen Hinweis erkennen. Es stellt sich heraus, dass Carly vor langer Zeit eine Person bestohlen hat. Die ist damals erstickt, weil sie ihren Inhalator nicht zur Hand hatte. Carly hat ihr damals $3.53 abgezogen und genau diese Nummer steht jetzt auch auf einer Spritze. Moment, woher wusste Jigsaw, dass Carly das erste Spiel überlebt? Wäre die an den Kreissägen gestorben, dann hätte die ganze Mannschaft ja das erste Spiel überhaupt nicht lösen können. Oder hatte der für jede mögliche Konstellation ein eigenes Jigsaw-Backup-Tape vorbereitet? Carly weigert sich, einen Schuss zu setzen, Ryan donnert ihr dann aber schließlich doch alle drei in den Hals. Und ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat, weil der gerade dabei war zu ersticken, aber er schafft es nicht nur, ihr die Spritzen in den Hals zu rammen, sondern alle auch noch simultan runterzudrücken. Wahrscheinlich hat er das einfach von Freddy gelernt. Schießen wir uns doch in Tränen. Jigsaw hält sich generell mit dem Gore zurück, aber wenn mal etwas gezeigt wird, dann ist das volle Kanone und richtig gut gemacht. Das von der Säure in der Blutbahn verätzte Gesicht oder auch der sauber abgetrennte Kopf von dem Typen, der am Anfang gestorben ist, ist, für meine Begriffe zumindest, anatomisch peinlich genau inszeniert. Und damit auch jeder Schnitt und Blutspritzer an der richtigen Stelle sitzt, hat das Make-up-Team genauestens darauf geachtet und zwischen den Takes ordentlich nachgepinselt. The realism of it is so important. I guess it's the start of making a horror. Während sich die verbleibenden drei Überlebenden in den nächsten Raum begeben, findet die Polizei nach und nach die Leichen der ersten Opfer. Du warst nur in diesem Film, um an der einen Stelle zu schreien? Alter, ganz ehrlich, würde ich auch sofort machen. Ruft mich an. Dem Dude fehlt die Hälfte seines Kopfes, außerdem steckt ein USB-Stick in seiner Wunde. Auf dem Stick ist eine Sprachnachricht von Jigsaw, also von John Kramer, was eigenartig ist, denn der ist ja seit 10 Jahren tot. Ist John Kramer also von den Toten auferstanden? Den Pathologen Logan und Eleanor bleibt aber nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken, denn die Polizei findet jetzt die Leiche von Carly. Also der Ollen, die sich die Säure in den Hals gejagt hat. Seit wann kommen Pathologen an einen Tatort? Das war bei der Leiche. Da waren es nur noch drei. Und seit wann zeigt man Pathologen die Beweismittel in einem Mordfall? Die Polizisten nehmen jetzt Eleanor weiter ins Visier, weil die sich wohl gerne im Darknet auf Jigsaw-Fanseiten herumtreibt. Hast du mal von einer Website gehört, die Jigsaw-Regeln heißt? Nein. Ist im Darknet zu finden. Wir haben die User überprüft. Die IP-Adresse ihrer Assistentin ist ein Volltreffer. Ach so, ja klar, stimmt. Die Polizei kann innerhalb von wenigen Stunden die IP-Adresse von Usern zurückverfolgen, die sich auf Webseiten rumtreiben, die im Darknet gehostet sind. Klar, weiß doch jeder. Deshalb gibt's im Darknet ja auch keinen Waffen-, Drogen- und Menschenhandel mehr. I'm gonna have to go into hardcore hacking mode. Logan und Eleanor untersuchen die zwei Leichen und finden eine Übereinstimmung bei dem Blut unter den Fingernägeln. Es gehört zu John Kramer. Jake fucking Saw. Eleanor ist davon so begeistert, dass sie Logan bereitwillig in ihre Schatzkammer lässt. Alexa, it's time to get sexy. Und mit Schatzkammer meine ich ihr Lagerhaus, in dem sie Jigsaw-Fallen sammelt und nachbaut. Jedes Mädchen hat sein Hobby. Detective Hunt verfolgt die beiden und macht Fotos. Das ist jetzt ziemlich problematisch für Eleanor, denn die Polizei verdächtigt sie ja sowieso schon. Ihr persönlicher Jigsaw-Folterschrein spricht nicht ganz für ihre Unschuld.
Während Detective Hunt und Halloran weiter schnüffeln, suchen Hitch, Ryan und Anna weiterhin den Weg aus der Scheune. Ryan hat den Einfall, genau aus der Tür heraus zu spazieren, die ihnen Jigsaw eindeutig verboten hat. Er bricht durch den Boden und sein Fuß verheddert sich in Drahtseilen, die drauf und dran sind, ihm den Unterschenkel abzuschneiden. Und obwohl das sicherlich schmerzhaft ist, waren die Dreharbeiten für diese Falle mindestens genauso fordernd. The leg trap was a mechanical monster. Photographing that was particularly difficult because, you know, the lens is amidst wires and it's subfloor and it's there's a whole bunch of complications that come with. Ryan könnte sich befreien, wenn er einen Hebel umlegt. Dann verliert er allerdings sein Bein. Während er noch mit der Entscheidung ringt, öffnet sich eine Luke in dem Silo. Weil Mitch und Anna ähnlich dumm sind wie das Material, mit dem der Scheunenboden ausgelegt ist, betreten sie das Silo, ohne auf die Idee zu kommen, die Lukentür zu blockieren. Natürlich aktiviert sich dadurch ein neues Spiel und der Raum füllt sich langsam mit Getreidekörnern. Zum Schluss regnen dann noch spitze Landwirtschaftsgeräte auf sie nieder. Der Großteil von Jigsaw verwendet praktische Effekte, was die Wertigkeit vieler Fallen und Sets deutlich hervorhebt. Die herunterfallenden Gegenstände sind aber mit CGI gemacht. Und boy, sieht das kacke aus. Aber fragt man die Schauspieler, dann waren definitiv die Getreidekörner der schlimmere Endgegner und nicht animierte Nägel oder Mistgabeln. Days later, I'll still find seeds everywhere. So that's pretty terrifying. I was haunted by these seeds forever. Mitch und Anna können nur überleben, wenn Ryan den Hebel bedient und sich dadurch sein Bein abschneidet. Und das ist ein dermaßen konstruierter Quatsch, dass wir da mal ausführlicher drüber sprechen müssen. Jigsaw muss, damit diese Situation in dieser Konstellation so eintritt, so viel vorhergesehen haben, dass er praktisch ein gottgleiches Wesen sein muss. Ryan muss durch die Diele gebrochen sein Fuß muss feststecken und er muss so eingebrochen sein, dass er den Hebel noch erreichen kann. Wäre einer der anderen durch die Holztreppe gebrochen, hätten sämtliche Jigsaw-Tapes keinen Sinn mehr ergeben. Es gibt jedoch eine Person, die Ihnen helfen könnte. Ryan. Oder stellt euch mal vor, Carly hätte das vorherige Spiel überlebt und Ryan wäre in das Silo geklettert. Junge, dann wären die Ansagen von Jigsaw so giga verwirrend gewesen und am Ende hätten alle gedacht, okay, Ryan soll den Schalter also umlegen, aber der ist doch im Getreidesilo. Also muss da im Getreidesilo drin noch irgendwo ein Hebel versteckt sein. Ach ja, und woher kommt eigentlich dieses andere suchende Geräusch? Ist da unter dem Boden, da drüben vor der Tür, ein Fernsehgerät installiert? John Kramer erklärte Detective Hoffman in Saw 5, dass er bei seinen Spielen nichts dem Zufall überlässt, weil er sehr gut darin ist, das menschliche Verhalten vorherzusehen. Es überlässt vieles dem Zufall. Wenn sie gut darin sind, menschliches Verhalten vorauszusehen, dann gibt es keinen Zufall. Aber ernsthaft, Bro, das Maß an Vorsehung in Jigsaw ist komplett absurd. Klar, in den anderen Filmen haben einige Fallen auch überhaupt keinen Sinn ergeben, aber Jigsaw führt das Ganze ad absurdum. Ich gehe sogar so weit und sage, dass Jigsaw die mit Abstand unlogischsten Fallenszenarien hat. Beweisführung abgeschlossen. Weiter im Text. Ryan entscheidet sich dann doch dazu, die beiden anderen zu retten und legt den Hebel um. Die Drahtseile zerschneiden sein Bein und die Luke im Silo öffnet sich. Ryan betrauert sein verlorenes Bein, Mitch findet ein Tape in einem Traktor. Auch hier hat Jigsaw perfekt vorhergesehen, wo Mitch stehen wird. Eine Schlinge schließt sich um sein Bein und er ist drauf und dran, in eine riesige KitchenAid zu fallen. Und diese Aussage ist überraschenderweise gar nicht mal so falsch. Which is the famous prop that started on Michael's wife's countertop. You know the veggie slice, you know, you've seen them on TV? Well, that was Michael's inspiration for the spiralizer. Wir erfahren, dass Mitch sein Motorrad verkauft hat, obwohl er wusste, dass die Bremsen defekt sind. Der Käufer ist kurz darauf bei einem Unfall verstorben. Er war mein Neffe und er hatte niemandem etwas Böses getan. Was? Das ist der Neffe von Jigsaw? Könnte mit dieser Information jetzt nicht jeder easy herausfinden, dass John Kramer der Killer ist? Und wenn er einen Neffen hatte, dann gibt es anscheinend noch weitere Familienmitglieder von John, die wir bisher alle nicht kannten. Also vorausgesetzt, diese Spiele wurden von John Kramer veranstaltet, das wissen wir ja noch gar nicht. Mitch wird langsam in den Entsafter heruntergelassen und muss am unteren Ende eine Handbremse drücken, damit sich aufhört zu drehen. Anna kommt ihm aber zuvor und jagt eine Metallstange in die Speiche des Motorrads, das den Entsafter angetrieben hat. Mitch ist schon am Frohlocken, vergisst dabei aber, die Handbremse zu drücken, und als die Metallstange dann zerbricht, wird er von dem überdimensionierten Küchenhäcksler zerschreddert. Anna bricht dann eine Scheunentür auf und will ins Freie entkommen, da überrascht sie aber einen Schweinemaskenmann. Zeitgleich findet die Polizei die Leiche des zerhäckselten Mitch. Und zwar im Grusel-Fetisch-Kabinett von Eleanor. Für Detective Hunt Grund genug, um sie und Logan festzunehmen. Als er Logan die Handschellen anlegt, serviert der ihm aber eine andere Theorie. Seiner Meinung nach hat Detective Halloran das alles inszeniert. Jeder von euch hat auf die Fernbedienung gezielt, aber hat irgendeiner gesehen, worauf Halloran mit der Waffe gezielt hat? Edgar, also der Typ vom Anfang, ist mittlerweile verstorben. Bei der Autopsie untersucht Logan die Kugel in seiner Brust und stellt fest, dass sie zum Kaliber der Waffe passt, die Halloran benutzt hat.
Detective Hunt macht sich auf die Socken, um Halloran festzunehmen. Eleanor hat unterdessen herausgefunden, in welcher Scheune die Spieler wahrscheinlich getötet wurden. Gemeinsam mit Logan macht sie sich auf den Weg, um dort nach Beweisen zu suchen. Dümmste Entscheidung ever. In der Scheune startet derweil das finale Spiel zwischen Ryan und Anna. Und kein geringerer als John Kramer himself erklärt ihnen die Regeln. Das Spiel ist einfach. Sie haben eine Shotgun und eine Patrone. Warte mal! Der sollte doch tot sein. Jeder, der diesen Film schaut, versteht in diesem Moment, dass die Handlungsstränge zu unterschiedlichen Zeiten spielen müssen. Spätestens nach dieser Aussage von Eleanor ist jedem klar, dass die Spiele in der Scheune in der Vergangenheit spielen müssen. Man nimmt an, dass John Kramer es für ein Spiel entworfen hat, das vor allen anderen stattfand. Die große Frage ist also, wer die Morde in der Gegenwart begeht und sie so aussehen lässt, als wäre er John Kramer. Aber eins nach dem anderen, Ryan und Anna müssen erst noch ihr Spiel beenden. Anna schnappt sich die Shotgun und will Ryan den Kopf wegpusten. Dummerweise schießt die Schrotflinte aber falsch herum, wodurch ihr eigener Kopf durchlöchert wird. Sie stirbt und Ryan findet in der Patronenhülse die verbogenen Schlüssel für ihre Ketten. Ihr Schlüssel zur Freiheit. Logan und Eleanor kommen bei der Scheune an. Eleanor merkt an, dass die Scheune Jills Familie gehört. Also Jill war die Frau von John Kramer. Merkt euch das, es wird gleich nochmal wichtig. Als sie sich drinnen umsehen, erscheint plötzlich Halloran. Der ist den beiden nämlich gefolgt. Es gibt ein Gerangel, Eleanor verschwindet und Logan und Halloran wachen dann plötzlich in einer Falle auf. Die beiden müssen ihre Sünden gestehen, sonst zerschneiden Laserstrahlen ihre Köpfe. Laserstrahlen. Really? Logan fängt an und gesteht. Er gesteht, dass er vor langer Zeit die Röntgenaufnahmen von John Kramers Krebsbefund vertauscht hat. Dieser Leichtsinnsfehler hat potenziell dazu geführt, dass Johns Krebs erst zu spät erkannt wurde und dann nicht mehr behandelt werden konnte. Nachdem Logan gestanden hat, töten ihn die Laserstrahlen. Detective Halloran ist als nächstes dran. Er gesteht, der schmierigste, korrupteste und schlimmste Cop der Welt zu sein. Die Laserstrahlen sind drauf und dran, auch ihn zu zerschneiden. Da bemerkt er, dass die Laserstrahlen von Logans Halskrause gar keine Brandspuren an der Decke hinterlassen haben. Und hier, meine Damen und Herren, startet der völlig absurde Plot-Twist von Jigsaw. Schnallt euch an. Logan lebt noch. Nachdem er vor über 10 Jahren die Röntgenaufnahmen von John vertauscht hat, hatte er ihn in eines seiner Spiele gesteckt. Und zwar genau das, das wir am Anfang gesehen haben. Logan war nämlich der Typ, der am Anfang nicht aufgewacht ist. John hat ihn daraufhin gerettet und verarztet, weil er nicht wollte, dass jemand wegen eines Fehlers stirbt, den er selbst gemacht hat. Was echt bizarr ist, denn die gottgleichen Vorhersehungsfähigkeiten von John konnten zwar haargenau erkennen, wer in welcher Reihenfolge seine Spiele überlebt, aber die Dosierung der korrekten Menge eines Narkosemittels lagen außerhalb seiner Fähigkeiten? Sure. John hat Logan aber nicht nur gerettet, der wurde dann selbstverständlich auch zu einem willigen Schüler von ihm. Die Spiele in der Scheune sind also über 10 Jahre her, vermutlich war es sogar das allererste Spiel von Jigsaw überhaupt. Das passierte also alles noch vor den Ereignissen von Saw 1. Die Leichen dieses Spiels wurden übrigens nie gefunden. Seht ihr, Logan zeigt sie sogar noch Halloran. Das sind die Überreste von Ryan und Anna. Und auch das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Erinnert ihr euch noch daran, wem diese Scheune gehört? Diese Farm gehört der Jill Tucks Familie. Und man will uns hier erzählen, dass nachdem in Teil 7 klar wurde, dass Jill bei Johns Spielchen mit am Start war, nicht jeder verdammte Stein umgedreht wurde, um nach weiteren Opfern oder Beweisen zu suchen? Und absolut niemand auf die Idee kam, diese Scheune mal durchzuchecken, in der offensichtlich sogar noch die Leichen der damaligen Spieler liegen. Aber jetzt stellt sich ja immer noch die Frage, wo kommen denn die Leichen der aktuellen Morde her? Und jetzt, 10 Jahre danach, ließ ich das Spiel mit den Verbrechern, die sie haben laufen lassen, neu starten. Mit was? Logan hat das exakt gleiche Spiel nochmal gespielt? Mit irgendwelchen Leuten, die zufälligerweise genauso aussehen wie die Leute von vor 10 Jahren und die sind auch noch alle auf dieselbe Weise gestorben? Was hätte der denn gemacht, wenn einer davon überlebt hätte? Und denkt nicht mal daran durchzuatmen, es wird nämlich noch wilder. Dann stellt sich noch heraus, dass der Typ vom Anfang der Mörder von Logans Frau ist und Detective Halloran ihn damals hat laufen lassen. Logan hat also ein Rachemotiv. Er hat alles so manipuliert, dass es aussieht, als wäre Halloran der Mörder. Er, also Logan, hatte Edgar damals in die Brust geschossen und das Projektil bei der Autopsie ausgetauscht. Damit sah es dann so aus, als würde der Schuss aus Detective Hallorans Waffe stammen. Außerdem hatte Halloran die Puzzlestücke, die er seinen Opfern aus dem Fleisch geschnitten hat, in die Kühltruhe gepackt. Und das ist immer noch nicht alles! Damit es noch verwirrender wird, hat er dann außerdem noch dafür gesorgt, dass es so aussieht, als wäre John Kramer von den Toten wieder auferstanden. Was genau ihm das bringen soll, hab ich nicht ganz verstanden, aber die Drehbuchautoren kamen sich sicherlich richtig geil vor, als sie sich das überlegt haben. Logan hat den Opfern John Kramers Blut unter die Nägel gespritzt. Offenbar lagert die Polizei 10 Jahre nach dem Tod eines Serienkillers weiterhin sein Blut und er hat die Jigsaw-Tapes mit Johns originaler Stimme gefaked. Und das schießt echt den Vogel ab. Der soll aus den alten Sprachaufzeichnungen der Jigsaw-Tapes neue geschnibbelt haben.
Jeder, der sich auch nur im entferntesten mal mit Audiobearbeitung beschäftigt hat, weiß, was für ein Quatsch das ist. Hier ist ein ganz normaler Satz, den ich zusammenhängend aufgezeichnet habe. Du solltest diesen Kanal abonnieren, denn das wird dein Leben um satte 10 Jahre verlängern. Und hier jetzt die Variante aus zusammengeschnibbelten Textblöcken. Du solltest den Kanal abonnieren, denn das wird dein Leben um satte 10 Jahre verlängern. Aber was man hier an Expertise im Audiobereich gegen die Wand gefahren hat, macht das Sounddesign im Film wieder wett. Charles Closer macht seit Saw 1 die Filmmusik und benutzt dafür die ungewöhnlichsten Instrumente. Ich habe 30 Jahre discovering what the knobs do when you turn them on synths. There's less room for amazing new discoveries with that world, for me anyway, than there is on something like this, where each time you play with it is a new, is a whole new bucket full of sounds that come out. Nachdem Logan seinen Masterplan vor Logan ausgebreitet hat, aktiviert er das Laserhalsband und Detective Halloran stirbt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was aus Eleanor wurde, die ist rechtzeitig aus der Scheune abgehauen und denkt weiterhin, dass Halloran der Böse ist. Bevor wir zum Fazit kommen, schauen wir uns nochmal die Zahlen an. Jigsaw legte nach Saw 6 den zweitschlechtesten Kinostart des Franchise hin. Vor allem in den USA spielte er deutlich weniger ein als seine Vorgänger. Weltweit kamen mit 104 Millionen Dollar aber noch genug rum, sodass der Film finanziell ein Erfolg war. Interessant ist zudem, dass obwohl das Produktionsbudget sogar niedriger war als das bei Saw 5 oder Saw 6, die bildästhetische Qualität dieses Films aber trotzdem um Lichtjahre besser ist. Bei den Kritikern fiel der Film natürlich wieder durch, glaubt man Rotten Tomatoes, dann mochte ein Großteil der Fans den Film aber sehr. So wirklich Konsens gibt's da aber nicht, durch seine geänderte Optik ist Jigsaw unter den Fans umstritten. Einige hassen ihn, weil er sich stilistisch sehr stark von der Originalreihe entfernt, andere lieben ihn dafür, diesen neuen Weg zu gehen. Und wie ich das einschätze, erfahrt ihr jetzt in meinem Fazit und der Bewertung. Es ist kaum zu glauben, wie gut Jigsaw im Vergleich zu den anderen Saw-Filmen aussieht. Also rein visuell. Bei Slasher-Filmen aus den 80er Jahren mochte ich diesen griseligen Look, weil das die Atmosphäre angereichert hat und allem einen realistischen handgemachten Touch gab. Die Saw-Filme sahen hingegen häufig wie Low-Budget-Billigproduktionen aus. Was verrückt ist, schließlich hatten die alle ein Budget von mindestens 10 Millionen Dollar. Die Hochglanzbilder von Jigsaw sind sicherlich auch Geschmackssache, in mir weckt es aber nach den 7 anderen Saw-Filmen zum ersten Mal wieder ein Gefühl des Kinoerlebnisses. Die Cinematografie ist auf einem komplett anderen, besseren Niveau. Die Handlung bzw. das Konzept hingegen hat sich wie bei allen anderen Sequels seit Saw 4 nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt einen Folterparcours gepaart mit einem Whodunit. Wobei ich zugebe, dass Jigsaw sich sehr viel Mühe gibt, eine Thriller-Kriminalstory zu sein. Seit dem Original waren wir nicht mehr so nah dran, einen waschechten psychologischen Thriller zu sehen. Das mag ich. Auch mit den blutigen Folterfallen hält sich Jigsaw zurück, einigermaßen zumindest, schließlich will man die treuen Gorehounds, die dieses Franchise seit Jahren am Leben halten, nicht verprellen. Die Handlung ist Saw-typisch überladender als eine Rikscha in Indien und hat Logiklöcher so tief wie der Marianengraben. Und auch bei den Charakteren ist wieder mal nichts zu holen. Ein einminütiger Flashback der Opfer soll uns einen Grund dafür geben, warum sie bei Jigsaw auf die Schlachtbank kommen. Eine Beziehung oder Interesse an den Charakteren kann so selbstverständlich nicht aufkommen. Da Jigsaw aber visuell viel mehr hermacht und sich wenigstens die Mühe gibt, ein Thriller zu sein, muss er zwangsweise eine bessere Bewertung als die Teile davor bekommen. Somit erhält er von mir 6,9 von 10 Punkten. Das war Jigsaw und wenn ihr nicht genug bekommt von Hochglanzoptik und Horror-Remakes, dann würde ich euch meine Review zu Freitag der 13. empfehlen. Die gibt's hier oben. Hier unten gibt es noch ein anderes Video und ihr solltet diesen Kanal abonnieren, dann entgeht euch keine fancy Review mehr. Denkt daran. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns kommende Woche. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Ciao.